Also 2 mal 25 Euro plus 2 mal 10 Euro. Ah, 70 Euro. Um 70 Euro könnte ich mir ein neues Spiel leisten. Aber Geld wächst nicht auf Bäumen, sagt Mama immer. Hallo, Sparefroh. Oh, gut, dass du da bist, Sparefroh. Hanna hätte gern Bäume, auf denen Geld wächst. Na, das war eine gute Ernte. Aber woher kommt das Geld eigentlich? Zeig mal, Sparefroh. Also früher gab's kein Geld. Da hat man getauscht. Wenn du ein Computerspiel wolltest, dann musstest du es gegen etwas eintauschen. Zum Beispiel dein Skateboard. Und wenn er dann ein Skateboard will? Ja, das wäre ein wenig unpraktisch. Deshalb haben wir heute Münzen und Geldscheine. Du kannst also Taschengeld bekommen, Geld verdienen oder etwas verkaufen. Na, das kannst du vergessen. Mein Skateboard verkaufe ich nicht. Keine Sorge, das musst du nicht. Aber wenn Geldscheine aus Papier sind und Papier aus Holz, dann wächst ja Geld doch auf Bäumen. Stimmt auch. Irgendwie. Cool. Danke, Sparefuchs.